Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute mit einer anderen Mission weiter, weil, wie gesagt, ihr habt es gemerkt, es funktioniert nicht mit dem tollen Drachen. Der möchte mich nicht, sich nicht besiegen lassen. Gut, der ist 5 Level drüber über uns. Ja, gut, wenn wir heute ein bisschen andere Mission machen, um uns ein bisschen zu, zumindest auch zu 2, 3 Level zu machen. Von daher ist es jetzt erstmal so. Oh, welch angenehme Überraschung. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? So, warte mal. Hier unten ist es. Du bist hier. Jo, muss ja wohl. Geht ja nicht anders gerade. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Schauen wir uns mal um. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. So. Ist man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Ehrlich. So, ja, gehen wir mal rein. In den Mondsteingarten. Wir brauchen halt, wie gesagt, noch ein paar Level, sonst ist es halt nicht möglich, den Typen zu besiegen. Ich werde wahrscheinlich dann eher auf Screen sogar noch ein bisschen leveln. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Ja, warte mal, ich muss mal gerade ein bisschen. Ja, es ist. Tut mir leid, wie gesagt, dass ich mich ein bisschen so aufgeregt habe in den letzten Folgen. Es geht nicht anders. Manchmal ist es so. Aber. Eine Sonnenbrille. Na super. Bombard. Ich gucke mich gerade mal um, aber ich glaube, warte mal, ist das nicht der Ausgang? Ne, es wäre der Ausgang, ja. Nur wie gesagt, ich möchte mich ein bisschen umgucken, gerne mal noch. Vielleicht finden wir das eine oder andere. Ist hier noch irgendwas, was ich noch wissen muss? Nein. Okay. Geil. So, wir nehmen mal alles mit hier. Jetzt mal kurz mal gucken, ob hier nicht irgendwas noch ist. Tipp-Tablet da immer gut. Oh, da ist noch was. Was muss man tun? Aber irgendwas mit. Warte. Bombard.
Irgendwo muss ich eine Motte herholen. Gibt's ein Geld drin? Naja. Da vorne? Frage? Ja. Scheinbar, warte mal. Nächste Truhe. Aber ich habe eigentlich war was anderes auf dem Schirm. Mal Lumos. 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 Komm mal mit. Kurz, Akio. Oh, das war keine Absicht. So, eigentlich war es da. Bombarde. Lumos. Ach Mann. Aber was ist das? Warte mal. Warte mal, Veganium Leviosa bestimmt, oder? Haben wir doch nur einen falschen Zauber ausgelegt. Hm. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Hm. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht, oder? Ich krieg's nicht raus. Das kann doch nicht sein. So, gehen wir mal da weiter. Oder? Machen wir das mal richtig überhaupt? Ja. Spontan würde ich sagen, ja. Fupa. Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Na dann. Vingadium Leviosa. Wenn der Mondstein hier ist und die Kuppel auf, frage ich mich, ob er beschützt wird. Wir kommen da gar nicht raus, durch, wie auch immer. Okay. Ich denke, wir sollten Motten finden. Da wird schon eine Überraschung.
Jetzt. Revelio. Button finden. Ich habe beide schon gefunden. Ich glaube, die ist hier. Bisschen Gold. Nicht viel, aber ein bisschen. So, warte mal, die noch. Und die. Helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Warte mal kurz. Das Komische. Das ist ja, die ist ja da. Perfekt. Lumos. Lumos. Aber jetzt hätte ich das schon gemacht, oder nicht? Brauchen wir noch mehr? Nö, eigentlich nicht. Gibt's noch mehr? Das Gebilde. Revelio. Lumos. Lumos. Wenn wir an den Ringen ziehen und die Runen zuordnen, finden wir bestimmt noch. Rebellion. Ja, müssen wir noch mehr Motten machen? Lumos. Lumos. Ich verstehe es gerade nicht.
Privilegium. Wenn wir an den Ring ziehen und die Runen zuordnen, finden wir bestimmt die Motten. Ja. Ja, wir müssen ja. Was muss ja mit den Motten passieren? Ich habe nur keine Ahnung, was es war. Zu den scheiß Motten. Und die Runen zuordnen, finden wir bestimmt die Mod. Privilegium. Ich verstehe es auch nicht. Das ist das Problem an der Nummer. Weil die Motten haben wir ja drauf. Ich würde auch außer die Motten nichts angezeigt. Wie heißt die Quest? Aufträge? Ins Hartau, der Stein. Wofür dich den Mondstein, ja. Ich muss das jetzt echt googeln gerade, das ist es dann. Zauber. Jetzt verstehe ich das auch. Warte mal. Wo war denn der? Deswegen habe ich eben auch den Fehler gehabt. So, ich gehe noch mal kurz zurück.
Ich glaube, die Tür ist noch offen, ne? Ja. Deswegen war auch in dem Raum eben. Also ich habe den falschen Zauber benutzt. Ich musste nämlich ganz nicht googeln, wie das mit dem Zauber war. Warte mal, hier war doch irgendwo noch die eine Motte mit dem. Oh, hier ist noch was. Geld. Warte mal, wo waren das denn? Wo waren das denn? Da. Und die Nummer hat jetzt genau was gebracht? Ha. Naja. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Gut, dann gehen wir mal weiter da in den anderen Raum.